Diese Eilmeldung haben wir gerade bekommen. Außenministerin Annalena Baerbock nämlich hat heute völlig überraschend die ostukrainische Stadt Kharkiv besucht. Damit ist sie dort das erste deutsche Regierungsmitglied seit Kriegsbeginn, das die Ukraine persönlich besucht. Die Grünen-Politikerin machte sich im lange umkämpften Kharkiv dann auch unter anderem ein Bild von der Situation der Menschen dort. Ihr Besuch war aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehalten worden. Baerbock wurde vom ukrainischen Außenminister Kuleba und vom ukrainischen Botschafter in Deutschland Makeyev begleitet. Und wir sagen, das ist ein geheim gehaltener Besuch, ein Überraschungsbesuch. Aber das war aus Sicherheitsgründen natürlich so. Tatjana Ohm, unsere Reporterin in der Ukraine, hat nämlich die Außenministerin begleitet. In Kharkiv bist du jetzt gerade, Tatjana. Sag uns erstmal, was war alles Inhalt dieses Überraschungsbesuches? Um was ging es? Was hat die Außenministerin alles mit euch gesehen? Ja, guten Abend nach Deutschland. Ich glaube, für die Außenministerin war es einfach noch mal wichtig, sehr, sehr klar zu machen, dass die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine da ist und dass sie weitergehen wird, solange wie der russische Angriffskrieg andauert. Das hat sie hier hinter mir in dem Gebäude, das ist der Hauptbahnhof hier in Kharkiv, vor wenigen Augenblicken auch noch einmal sehr, sehr klar gesagt und sehr klar gemacht. Es gab unterschiedliche Programmpunkte heute. Es begann damit, dass man sich ein durch russischen Bombenbeschuss zerstörtes Heizwerk angeschaut hat. Dann war sie in einer Schule, wo Deutsch gelehrt wird, hat mit den jungen Schülerinnen dort ein bisschen auf Deutsch auch plaudern können, hat mit ihnen gesprochen darüber, wie schwierig die Situation einfach ist für sie, hier im Krieg zu versuchen, eben Schulbildung zu bekommen und überhaupt als Kind, als Jugendlicher zu leben. Sie war in einem Kinderkrankenhaus und da hat man ihr sehr deutlich hinterher auch angemerkt, dass ihr das doch sehr, sehr nahe gegangen ist. Da hatte sie auch Gelegenheit, mal komplett ohne Presse einige Minuten mit einigen der Kindern dort zu sprechen. Und dann gab es auch noch den Besuch eines Stadtteils hier, der eben massiv zerstört worden ist durch den Beschuss. Und immer wieder hat sie eben bei all diesen Stationen sehr klar gemacht, dass Deutschlands Unterstützung nicht aufhören wird und dass diese Unterstützung aber eben auch unterschiedliche Facetten hat. Tatjana, du sprichst es schon an, Unterstützung und Hilfe. Hier in Berlin läuft ja aktuell die Debatte um weitere Panzerlieferungen. Es geht eben auch um den Kampfpanzer Leopard 2. Hat Annalena Baerbock sich zu Waffenlieferungen, zu möglichen Panzerlieferungen heute überhaupt geäußert? Hat sie, indem sie gesagt hat, alles Weitere in Abstimmung mit den Partnern, so wie wir das bisher eben auch schon gemacht haben. Den Leopard 2 als solchen hat sie gar nicht erwähnt, ist noch mal kurz auf die Marder-Lieferung eingegangen. Und ganz interessant, auf der Zugfahrt hierher hat der Chef der ukrainischen Eisenbahn, das hat er so ein bisschen ähnlich schon gemacht, auch mit dem Bundespräsidenten. Als der hierher kam vor wenigen Monaten, hat er eine Iris geschenkt bekommen. Und so hat Annalena Baerbock heute einen kleinen Leoparden als Plüschfigur sozusagen geschenkt bekommen. Ein dann doch deutliches Zeichen, was man sich hier wünscht. Und Außenminister Kuleba, ihr Counterpart auf ukrainischer Seite, hat in der Pressekonferenz vorhin eben auch noch mal gesagt, wir bitten ja nicht aus Spaß darum. Wir bitten darum, weil wir es wirklich brauchen, diese schweren Kampfpanzer, um unser Land zu befreien. Gibt es weitere Reaktionen auch aus der Bevölkerung? Du warst dabei und wir konnten eben auch schon ein paar Bilder sehen von Annalena Baerbock. Wie gesagt, bis vor wenigen Minuten noch geheim gehalten, dieser Besuch. Jetzt haben wir eben auch die Bilder gesehen. Gibt es Reaktionen sowohl von der Bevölkerung als auch von ihr auf diesen Besuch? Sie hat ja richtig Kontakt aufgenommen auch mit den Menschen. Ja, definitiv. Das hat sie insbesondere in dem Kinderkrankenhaus und auch in der Schule. Sie hat sich auch mit Militärs getroffen. Da war die Presse dann, da durften wir dann nicht mit dabei sein, um sich eben wirklich, soweit es geht, einen allumfassenden Eindruck hier zu verschaffen. Und sie hat eben auch noch mal ganz klar gesagt, dass Kharkiv eben auch bewusst gewählt wurde, die zweitgrößte Stadt, die größte Stadt im Prinzip innerhalb der Ukraine, die mit am meisten gelitten hat bislang und eben an manchen Stellen nur 14, 15 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Und das muss man, glaube ich, vielleicht auch noch mal hinzufügen. Ich könnte falsch liegen, aber ich glaube, das ist von westlichen Partnerländern, auch aus der EU, bislang das höchstrangige Regierungsmitglied, das sich bis hierher gewagt hat. Man darf das nicht vergessen. Wie gesagt, die Nähe zur russischen Grenze, das ist hier schon nicht mehr so ganz weit weg. Und auch als sie angekommen ist, gab es für einige Minuten einen Luftalarm. Das hat sie live mitbekommen also. Und man hat ihr schon angemerkt, dass ihr dieses Thema wirklich wichtig ist und dass sie da auch weiter hinterher sozusagen ist. Sie ist auch nicht mit leeren Händen gekommen. Sie hat mitgebracht 20 Millionen für Infrastrukturprojekte. Sie hat mitgebracht 20 Millionen, um weiter zu entminen. Das scheint ein Thema zu sein, was ja auch sehr wichtig ist, weil das hat sie mehrfach betont, dass im Prinzip eine Kindheit nicht möglich ist, wenn der Spielplatz vermint ist, auch wenn der Spielplatz noch da ist.
Also sie ist nicht mit leeren Händen gekommen und hat sehr, sehr klar gesagt, dass eben Deutschland Waffenlieferungen das eine, aber auch der Wiederaufbau, dass auch da Unterstützung kommt und kommen wird aus Deutschland. Und zwar nicht erst abwarten, bis dieser Krieg dann irgendwann vorbei ist, sondern wenn was zerstört ist, wird versucht zu helfen. Tatjana, dir vielen Dank für diese sehr umfangreichen und exklusiven Informationen. Dankeschön. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.